Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Fall. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und zwar geht es heute um einen vermissten Fall. Um den vermissten Fall der 19-jährigen Bianca Blömicke, verschwunden am 6. August 2000 in Essen. Bianca wächst bei ihrer Mutter und deren Lebensgefährten auf. Ihre Mutter ist Besitzerin einer Kneipe, in der Bianca am Wochenende des Öfteren aushilft. Die Familie ist Mitglied einer der drei großen Motorradclubs in Essen. Auch wird dieses Lokal des Öfteren von den Mitgliedern dieses Motorradclubs besucht. Es wird nicht erwähnt, um welchen Motorradclub es dort handelt. Ich denke mir, das ist in dem Fall aber auch nicht sonderlich wichtig. Bianca selber macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Sie und ihre Mutter hatten eine sehr enge Verbindung. Im Sommer 1996 lernt Bianca ihren späteren Freund und den Vater ihres Kindes kennen. Dieser heißt Sven. Die Mutter war wohl mit der Wahl des Freundes von Bianca nicht richtig einverstanden. Sie hat ihn deswegen nur respektiert, aber nicht akzeptiert. Bianca und Sven ziehen später in eine gemeinsame Wohnung. Aber es gab wohl oft Streit zwischen den beiden. Im Frühjahr 1999 ist Bianca von Sven schwanger. Sie wollte das Kind und hatte es, so wie es in einer Dokumentation genannt wird, wohl ein bisschen darauf angelegt, schwanger zu werden. Der gemeinsame Sohn von Bianca und Sven kommt dann im Januar 2000 zur Welt. Danach werden die Konflikte zwischen Bianca und Jens immer größer. Bianca wollte, dass Sven auszieht, aber Sven weigerte sich. An einem Tag rief Bianca diesbezüglich ihre Mutter an. Diese fuhr dann zu dem Haus und dort rammte Sven ihr wohl das Rohr eines Staubsaugers in den Magen. Biancas Mutter rief dann ihren Lebensgefährten an, der binnen kürzester Zeit erschien und Sven vor die Tür setzte. Biancas Mutter gab in einer Dokumentation dazu an, dass die Polizei nie gerufen wurde, wenn es größere Auseinandersetzungen in dieser Richtung gab. Sven schrieb Bianca immer wieder Briefe, dass er zu ihr zurück möchte. Bianca hat dann noch einmal nachgegeben, obwohl sie die Beziehung eigentlich längst abgehakt hatte. Am 5. August 2000 geht Bianca dann mit einem Mann weg, den sie zuvor in dem Lokal ihrer Mutter kennengelernt hatte. Also in der Dokumentation von Sat.1 wird es dann so dargestellt, dass Bianca dort wohl noch gearbeitet hat und sich dann von ihrer Mutter verabschiedet und ihr mitteilt, dass sie eben mit diesem Mann noch ein bisschen rausgehen möchte. Am nächsten Morgen wird Bianca dann von Nachbarn beobachtet, wie sie zusammen mit Sven und dem gemeinsamen Kind in die gemeinsame Wohnung geht. Um 16.30 Uhr an diesem Tag meldet sich Bianca nochmal bei ihrer Mutter telefonisch. Sie sagte ihrer Mutter, dass Sven jetzt endgültig gehen soll und sie ihn nicht mehr sehen will. Ihre Mutter wollte noch ein Telefonat führen und dann Bianca wieder anrufen, um mit ihr in Ruhe über diese Sache zu sprechen. Als sie sich circa eine Stunde später
wieder bei ihrer Tochter meldet, geht Sven ans Telefon. Auf die Frage, wo Bianca ist, sagt dieser ihr, dass Bianca gerade in der Badewanne sitzt. Danach war Bianca nicht mehr zu erreichen. Um 16.30 Uhr dann steht Sven mit dem gemeinsamen Baby vor der Tür von Biancas Großmutter. Dieser wohnte zu dem Zeitpunkt im Nebenhaus. Er bittet sie, auf das Baby aufzupassen, da Bianca und er etwas besprechen möchten. Die Großmutter sagte später aus, dass Sven sehr nervös wirkte. Kurze Zeit später holt Sven das Baby dann aber wieder ab und sagte der Großmutter, dass Bianca nicht mehr in der Wohnung gewesen sei, als er in diese zurückgekommen ist. Biancas Mutter versucht immer wieder, Bianca telefonisch zu erreichen. Aber es geht immer nur Sven ans Telefon. Und dieser hat immer wieder Erklärungen bereit, warum sie nicht mit Bianca sprechen kann. Danach geht dann die Großmutter in die Wohnung der beiden, um das Putzwasser für Sven zu machen, da Bianca und Sven in dieser Woche Flurwoche hatten. Das heißt also, in den Mietshäusern ist es ja grundsätzlich immer so, wer dort nicht wohnt und das nicht kennt, es hat immer eine Partei in der Woche den sogenannten Flurdienst und da muss man dann einmal die Treppen des ganzen Hauses reinigen. Und dafür hat die Großmutter dann wohl eben das Putzwasser für Sven machen wollen. Sven saß zu diesem Zeitpunkt wohl auf der Fensterbank, schaute raus und sagte immer, jetzt ist sie wieder vorbeigefahren. Es sah so aus, als wenn Sven vermutete, dass Bianca mit Bekannten unterwegs ist. Die Großmutter machte sich da jetzt keine Gedanken, da Bianca auch öfter am Abend unterwegs war. Als Biancas Großmutter dann das Putzwasser für Sven machte, entdeckte sie in der Badewanne etwas Blut, wischte dies aber einfach weg, weil sie dachte, vielleicht hätte Bianca ihre Periode gehabt. Gegen 23 Uhr ruft ihre Mutter noch einmal bei Bianca an. Und wieder geht Sven ans Telefon. Ihre Mutter macht sich aber noch keine Gedanken, dass mit Bianca etwas passiert sein könnte. Am Montag geht die Mutter dann in die Wohnung. Sven sagte ihr, dass Bianca wohl abgehauen sei, denn sie wäre nicht wiedergekommen. Ihre Mutter stellt dann fest, dass Bianca nichts mitgenommen hat. Keinen Schlüssel und das Handy und das Portemonnaie waren auch noch da. Nur der Personalausweis war weg. Seitdem gibt es keinerlei Spur mehr von Bianca. 6 Wochen später erzählte eine Nachbarin, Biancas Großmutter, dass sie am Tag von Biancas Verschwinden einen Riesenstreit in deren Wohnung gehört hat und Bianca bitterlich geweint haben soll. Relativ früh steht Sven in Verdacht, wurde auch festgenommen und war kurzfristig in Untersuchungshaft. Doch die Beweise reichten nicht aus für eine Verhaftung und er musste wieder entlassen werden. Im März diesen Jahres, also 2021, berichtete RTL News, dass der Cold Case jetzt wieder aufgerollt wird. Der Fall werde neu aufgearbeitet, aufgrund neuer kriminaltechnischer Untersuchungsmöglichkeiten würden alte Spurenträger nun erneut begutachtet. Zudem seien auch aufgrund von Berichterstattungen neue Hinweise eingegangen, die geprüft würden, berichtete die Polizei.
So, meine lieben Freunde, also die Meldung, dass der Fall wieder neu aufgerollt wird, ist ja jetzt mittlerweile auch schon über ein halbes Jahr her. Bisher gibt es aber wohl keine neuen Infos zu dem Fall. Ich denke mal, das wird auch seine Zeit brauchen und man wird damit nicht so schnell an die Öffentlichkeit gehen. Erst wenn es neue Spuren gibt oder man neue Hinweise an die Bevölkerung hat oder nochmal Zeugen aktivieren will, wie man darüber etwas in den Nachrichten lesen. Wenn man sich den ganzen Ablauf der Geschichte des Verschwindens von Bianca anschaut, kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass Bianca auf eigenen Wunsch verschwunden ist, dass sie abgehauen ist oder ähnliches. Ich denke mal, wie alle, auch wie die Ermittler, dass hier eine Straftat vorliegt. Ich hoffe mal, dass die neuen Ermittlungen, neuen Untersuchungen in dem Fall dazu führen werden, dass geklärt werden kann, was mit Bianca passiert ist. Gut, das war's jetzt erstmal zu dem Fall. Ich verabschiede mich, bedanke mich bei euch, dass ihr wieder einmal zugehört bzw. zugeschaut habt. Dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Fall. Bis dahin sage ich dann tschüss.